Hallihallo, Hallöchen, willkommen zur Map-Vorstellung. Exklusiv Nordland, Beta-Version vom LS Schleswig-Holstein. Ich habe die Map direkt vom Mapper bekommen und darf sie euch vorstellen. Link zum Download, zum Mapper und so weiter findet ihr in der Videobeschreibung. Also, lasst uns diese Nordland anschauen. Und zwar ist das eigentlich so angelehnt am Norden Deutschlands. Und da sehen wir schon, LS Schleswig-Holstein, herzlich willkommen. So, und da starten wir direkt beim Landmaschinenhändler. Klaas ist hier vertreten und ja. Er verkauft auch Deutz und John Deere. Und wir haben Helikopter irgendwo. Rettungshelikopter ist vielleicht wieder irgendwo. Was passiert? Ich finde ihn nicht. Da ist er. Oh, da ist er gerade rüber geflogen. Man hat ihn gesehen, wenn wir jetzt hier der Kreis da oben rum. Werkstatt ist voll. Ich will ja nicht sagen, damit Deutz und John Deere oft in der Werkstatt sind, aber die brauchen auch immer einen Service. Servicewagen ist vorhanden. Konfiguration. Der Lehrling ist mit seinem Moped gekommen zur Arbeit. Und hier auch ist zwar bloß Deko, sieht aber gut aus hier schon, wenn beim Landmaschinenhändler auch wirklich Landmaschinen rumstehen, genauso wie in der Verkaufshalle. So. Dann schauen wir uns mal die Map im groben Überblick an. Eigentlich machen wir mal die Karte auf und wir sehen schon, in der Mitte haben wir eigentlich das Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das Dorf heißt. Und ringsherum ist Wasser. Es fahren auch Schiffe, habe ich gesehen. Ganz cool. Es hat riesige große Felder, es hat aber auch kleine Felder. Es hat Verkaufsstellen, es hat eine BGA, Aldi Süd, Agravis, Scheune, Mühle, Molkerei. Es hat auch irgendwo Hackschnitzel, ein Sägewerk, genau. Baywa. Also es ist eigentlich alles vorhanden. Und wenn wir da gucken, Fruchtarten haben wir da verschiedenes. Wir haben die Standardfrüchte und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir dennoch Luzerne. Wir haben nachher Roggen, Hirse, Klee, Tritikale, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Mohn, Salat, Weißkohl, Rotkohl, Dinkel. Also Multifrucht. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wir haben Missionen. Die auch funktionieren natürlich. Momentan haben wir hier eine riesige Düngemission auf dem Feld 9. Wie groß ist denn bitte schön das Feld 9? Das ist auch nicht so klein. Sehr schön. So, wir wollen ein bisschen rumfahren. Wir wollen uns ein bisschen die Map anschauen. Überall mal gucken gehen. Und jetzt muss ich als erstes mal noch das Tor aufmachen. Wir brauchen Bushaltestelle, da warten auch schon die Leute. Wir haben KI-Verkehr auf der anderen Seite. Wir können gleich mal hier rüber gehen, bevor wir irgendwas anderes machen. Hier auch sehr schön. Boah, muss aufpassen. Könnt ihr mal ein bisschen langsam fahren? KI-Verkehr hält rechtzeitig an. Sehr schön gemacht. Ja, hupen auch. Was ich sagen wollte, das Tor geht schön langsam auf. Finde ich persönlich ganz gut. Ist meiner Meinung nach auch so realistisch. Hab selber schon mal so Tore angeschlossen. So, das Kleine hier sollte auch aufgehen. Warte mal, ich bin mit Sound ganz geil. Ganz schön. Muss aufpassen, was ich hier sage, sonst werde ich vom YouTube gesperrt. So, dann haben wir hier einen Hof. So, jetzt kommt der Helikopter wieder. Das ist eigentlich gedacht.
Das ist eigentlich gedacht als Lohnunternehmerhof. Der ist gegenüber vom Landmaschinenhändler, macht auch noch recht Sinn. Wir haben noch einige Dekofahrzeuge hier, was aber nicht so schlimm ist, sag ich mal. Ja, da haben wir etliche Unterstellmöglichkeiten und jetzt haben wir hier auch so Leimbinderhallen. Aber die Leimbinderhallen sehen nicht aus wie neue Leimbinderhallen. Sie sehen aus wie, als wenn es schon ein paar Jahre stehen. Sehr schön texturmäßig hier. Sieht man, das ist da mal ein bisschen feucht geworden unterm Dach. Das Holz ist so ein bisschen Patina hier schon bekommen. Ist schon ein bisschen, ja, schimmelig nicht, aber es ist, man sieht's, damit es nicht gerade neu ist. Und das finde ich persönlich noch ganz gut. Und jetzt haben wir hier schon eine riesige Halle, um Fahrzeuge unterzustellen. Wir haben hier hinten auch nochmal eine riesige Halle. Wir haben viel Platz hier zum Wenden. Und wir haben sogar noch hier hinten so eine Durchfahrt in den Wald rein. Hier könnte man hier zum Beispiel noch Forstgeräte und so abstellen oder vielleicht den Wald auch ein, zwei Bäume mau machen. Ganz coole Sache. So, da haben wir Windkrafträder, wie das ja überall so heutzutage ist. Ganz Deutschland, erneuerbare Energien. Wir müssen überall Windkrafträder hinstellen. Und ja, können die Energie nur zu Spitzenzeiten nutzen. Ansonsten drehen die eigentlich ins Leere. Nein, ist ja in Ordnung, wenn wir da ein bisschen schauen auf unsere Umwelt. So, da haben wir den Funkturm, sage ich mal, für den Handyempfang. Sag ich, ist auch so detailmäßig sehr schön. Hier auch, die Platten, die sind nicht alle komplett sauber und neu aus. Da ist auch so ein bisschen schon Alterungsprozess vorhanden. Die ganzen Mitarbeiter haben ihre Autos schon hier geparkt. Die sind natürlich alle unterwegs und machen da Lohnaufgaben. So, wir wollen nicht überfahren werden, aber wir wollen jetzt mal noch zur BGA rübergehen. Die ist auch gleich nebenan. Da geht das Tor auch auf und wir gucken noch kurz hier rüber. Da hinten ist, ich glaube, irgendwo ist der Aldi Süd. Hier haben wir noch so kleine Details. Da ist noch so eine Kabeltrommel im Wasser. Hier hinten ist ein Auto. Ja, hat sich auch noch keiner drum gekümmert. Das verrottet da so ein bisschen. Hier haben wir Aldi Süd. Die Leute gehen da auch einkaufen. Wir wollen dann natürlich noch zur BGA. Hier ist gerade eine frische Lieferung gekommen. Klopapier. Und hier drüben haben wir ein riesiges Feuerwehrgebäude. Und wenn ich mich nicht irre, und ich irre mich eigentlich nie, wenn ich mich nicht irre oder so, sollte hier eventuell sogar das Tor aufgehen. Wie geil ist das denn? So, und jetzt muss nur noch die Fahrzeuge reingestellt werden von der Feuerwehr. Boah. Da kannst du einen kompletten Fuhrpark an Feuerwehr hier reinstellen. THW und was weiß ich. Oh, man kann hier sogar. Warte mal. Hier sind die Umkleidekabinen. Wo sind denn hier die Duschen? Ist ja auch egal. Kann ich hier noch hoch? Kann hier noch hoch. Hier oben werde ich aber. Hier oben kann ich sogar noch mein Büro ausstatten. Hier gehen auch noch die. Oh, Sitzungszimmer. Meine Güte, da wird erstmal hier Nachbesprechung. Wieso ist das Haus trotzdem abgebrannt, obwohl es noch gar nicht gebrannt hat, wo wir angekommen sind? Oh, hier ist die Einsatzzentrale. Das ist ja mal mega geil. Also alle, die auch noch gerne was mit der Feuerwehr zu tun haben, für die ist diese Karte natürlich auch noch ideal. Da kannst du wirklich ein paar Einsätze. Kann ich die auch aufmachen? Die geht auch noch auf. Das ist ja mal mega cool. Eigentlich wollte ich zur BGA, aber jetzt bin ich so begeistert von diesem Feuerwehrgebäude. Wahnsinn. Sehr gut.
So, die Uhrzeit ist die Uhrzeit, wo ich es gerade... Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine ganz andere Uhrzeit auf der Karte. Das ist die echte Uhrzeit. Das nehme ich das gerade auf. Kurz vor 10. So, Aldi Süd, hier drüben haben wir noch eine Verkaufsstelle. Da auch einige Deko-Fahrzeuge. Hier habe ich heute geparkt. Meine Harley steht da. Was ist hier? Polizei noch? Nö, 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 nö. Warte mal, wo ist denn hier? Da ist das Tor jetzt. So, und alles funktionsfähig. Hier Holz gelagert. Da Windkrafträder hinten im Wasserturm. Sagt, das ist auch bloß Deko. Aber das sieht auch so aus, als ob hier wirklich Leben in diesem Ort ist. Ne? Überall steht was rum. Es sind Leute unterwegs. Es ist super Wetter. Genau, und auch nochmal, vielleicht ist den einen oder anderen aufgefallen, die Farben sehen doch schön kräftig aus hier. Und das hat der Mapper auch gesagt, sonst ist ihm eigentlich bei den normalen Standard-Maps die Farben so ein bisschen blass. Und hier hat er eigentlich die Farbe so ein bisschen angehoben, fettes, saftiges Grün. Und das macht das Ganze natürlich gerade so ein Tick besser, würde ich sagen. So, guten Tag. Warte. Ja, da muss ja nichts Angst sein, wenn ich komme. Naja, vielleicht. Okay, hier ist Servicemobil ist vor Ort. Da muss auch ab und zu mal geschaut werden. Das ist Jochen. Der hat ständig nur gebrochen. Nee, der guckt da. Das ist aber noch viel Arbeit. Ja, wenn er jetzt nicht bald anfängt, dann ist es zu spät. Anlieferung Gülle. Ausgabe Gärreste. Und hier haben wir jetzt eine Kapazität von 150.000 Liter. Und wir haben hier eine spezielle Rampe. Wir können dort die Rampe hochfahren und rückwärts mit dem Anhänger oder LKW oder was auch immer da hoch und das da reinkippen. Und ich glaube, sie frisst auch nicht bloß Silage. Ich glaube, sie nimmt auch noch ein bisschen was anderes. Auch hier sehr schön. Man sieht, die Anlage läuft, da kommt Qualm raus. Das sind so kleine Details, wo es doch so realistisch machen. Hier auch wieder Sachen, was rumstehen, Anhänger natürlich. Ja, große Silos, muss man sagen. Hier noch Platz, um Zeug hinzustellen. Hier drüben auch noch mal so eine schöne Halle, auch ein bisschen gealtert. Kann man auch Material hinstellen natürlich. Hier auch alles begehbar. So, dann haben wir eigentlich schon viel gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, damit wir uns ein Fahrzeug besorgen. Und dann fahren wir nämlich noch ein bisschen hier auf der Karte rum, damit wir da noch einen Überblick bekommen. Ich muss erst mal mit dem Händler schauen, ob er da was für mich hat. Aber es geht in einer Sekunde weiter. So, nun haben wir ein Fahrzeug und wir fahren mit diesem Teil hier mal ein bisschen über die Karte und ja, schauen uns das am besten mal an. Wir können dann auch gerade schauen, wie die Straßenverhältnisse sind und so weiter. So, und ich würde sagen, wir fahren hier gleich mal links rum durchs Dorf. Ich sag, BGA haben wir jetzt geschaut, Lohnunternehmen haben wir geschaut. Jetzt schauen wir hier, Straße ist gerade breit genug, damit ich hier mit so einem riesen Teil
drauf Platz habe. So sieht's aus. Hier haben wir zum Beispiel, gerade mal anhalten, wenn wir schon da sind, eine Wiese. Wir können natürlich auch Land kaufen und so. Wir haben Hochspannungsleitung über die ganze Karte verteilt. Und ja, wir sagt der Verkehr halt meistens rechtzeitig an. Ja, ich will ja bloß mal hier drauf fahren. Wir sehen hier, es ist nicht alles komplett flach, es ist wirklich so wie in echt. Ich sage, das geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So muss das eigentlich sein. So, man achtet auch hier auf die Häuser. Auf der linken Seite hier Bushaltestelle, sogar Fahrräder kann man hier hinstellen. Das habe ich so auch noch nicht oft gesehen. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch Bushaltestelle und Leute. Hier so eine Reihenhaussiedlung, da sind die Autos geparkt. Sehr schön. Die Autos fahren auch ein bisschen schneller. So, und jetzt sind wir nämlich hier. Ah, wir fahren eigentlich. Wir fahren bei der Tankstelle vorbei. Es hat natürlich auch eine Tankstelle. Shell-Tankstelle. Hier trifft sich abends die Dorfjugend. Am Tage sind hier die normalen Bewohner. Sehr schön. Und auf der anderen Seite, jetzt können wir auch mal. Es hat natürlich auch einen Hof. Es hat auch einen Hof, wo Tiere sind und so weiter. Und da gehen wir jetzt am besten mal hin. Es hat auch Standardgeräte, wenn wir die Karte anfangen zu spielen, schon mit dabei. Das hier ist nicht Standard, das ist ein Mod. Aber man will ja ordnungsgemäß auch über die Karte fahren können. Meine, ich hätte natürlich auch einen Fendt nehmen können, gar keine Frage. So. Genau, jetzt müssen wir hier mal aussteigen und uns hier diesen schönen Hof anschauen. Und da haben wir schon gesehen, wir sind hier durch eine Einfahrt gekommen. Hier durch die Halle oder durch die Scheune. Hinten hat es auch nochmal eine Brücke, wo man rüberfährt. Es hat auch viele Gräben, eigentlich jetzt auch bei den Feldern Gräben. So, dann haben wir hier auch schön markiert. Da sind, da wohnen die Hühner. Hier sind denn die Schäfchen. Da muss das Wasser rein. Ich sag, das ist gerade zum Anfang, wo man immer schauen muss, wo muss eigentlich was hin. Ist hier alles eigentlich super markiert. Da kommen die Schäfchen. Genau. Und auch Gebäude. Sehr schöne gewählt. So, hier gerade auf der anderen Seite haben wir hier natürlich den Kuhstall. Ist auch nicht so standardmäßiger Kuhstall. Wir haben hier den Futterbereich. Da haben wir den Wohnbereich. Und hier haben wir den Wellnessbereich. Genau, Wellnessbereich gibt es hier auch noch für die Kühe. Genau, wir haben Oberlicht. Damit die da am Tage auch was sehen, die Kühe im dunklen Stall. Hier sehen wir, hier kommt das Stroh hin. Da der Mist. So, da hinten ist wieder der Helikopter. Hier ist die andere Einfahrt vom Hof. Hier haben wir das Wohnhaus. Da steht auch noch so ein so ein Auto zum Restaurieren. Und hier haben wir auch
überall Tore, können das aufmachen. Da ist nämlich schon Equipment mit dabei. Und da können wir auch was umstellen. Seppel ist auch schon da. Er hat schon mal Bier geholt. Und hier haben wir dann auch diesen Schlafträger. Sehr schön. Ich habe schon gesagt, nach 2 Kästen Bier werde ich sowieso am Tisch hier eingeschlafen sein. Da muss ich auch nicht mehr ins Haus. Passt. Super. So, wir können auch hier hinten raus. Ist eigentlich nur die andere Seite von dem Hofgebäude. Man kann hier aber auch mit kleineren Gerät, sage ich mal, durchfahren, rumfahren. Das ist jetzt quasi nur auf der anderen Seite. Hier haben wir schön verbautes Silo. Sagt, da kannst du nicht mit allzu großem Gerät, sage ich mal, hier auch hinten rumfahren. Hier haben wir natürlich überall Abstellmöglichkeiten. Hier steht der kleine Drescher drin. Jawohl. Pflug. Das sind so die Geräte, was standardmäßig schon, wenn man als neuer Farmer beginnt, mit dabei sind. Den haben wir da ein bisschen Grastechnik. Und es hat alles Sound verbaut, wenn da die Tore aufgehen. Es knarrt schön. Das macht natürlich das sehr realistisch. So, hier haben wir so einen kleinen Fendt. Hoftraktor mit Frontlader mit dabei, der steht an der Tankstelle. Hier drüben haben wir Gülle und hier haben wir auch noch mal die aktuelle Zeit. Oben ist die aktuelle Zeit von der Karte und unten ist die aktuelle Zeit vom PC. So, genau, da ist der Kuhstall, das haben wir schon gesehen. Wir haben hier hinten auch noch Gülle-Lager, wie es aussieht. Dann haben wir hier den Schweinestall. So, ist das gar kein Tor? Ich glaube, hier kann ich aber aufmachen. Ja, das sieht aus wie ein Schweinestall. Und da haben wir auch wieder das Symbol. Hier haben wir, oh, hier haben wir sogar noch Silos, um dort unseren Vorrat von Dünger und Saatgut. Oder ist das Kalk? Aufzufüllen. Hier haben wir das Manure-System. Das Gülle-System ist hier noch nicht verbaut. Aber wir können überall Gülle laden. So, was aber auch noch cool ist, wir haben hier einen kompletten Futtermischer. Bisschen Stroh, bisschen Heu, bisschen Silage und dann kriegen wir da schon eine Mischration raus und können dort denn die Kühe für damit hier auch wieder Unterstellmöglichkeiten. Also ich finde auch diesen Hof sehr schön angelegt. Ist wie fast so ein Vier-Seiten-Hof. Es ist ja alles auf einem Platz. Es hat hier noch ein Durchfahrsilo, wo man wirklich Silage machen kann. Die Anhänger sind dann nicht Deko, die sind dann wirklich zum Brauchen. Die sind auch als zum Start als neuer Farmer mit dabei. So, dann ist aber auch so wie hier, oder? Wo dann wirklich so ein paar Ballen rumstehen, so wie es auf dem Hof auch ist. Hier auch ein bisschen Gras, bisschen Pfützen und so weiter. Cool. So, dann wollen wir auch schon wieder starten. Den Hof haben wir, glaube ich, so grob mal angeschaut. So, und dann haben wir ja gesagt, wir haben hinten auch noch so eine andere Ausfahrt, die werden wir jetzt mal nehmen. So, wir sind eigentlich von rechts gekommen und sind
hier nach links gefahren. Das wollen wir jetzt auch noch mal weitermachen. Wir wollen uns natürlich auch noch die Felder ein bisschen anschauen. Oh, hier scheint noch wie so ein Außengehege zu sein. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da können noch Kühe draußen. Das ist natürlich auch cool. Da könnte man theoretisch die Kühe vom Hof nehmen, einladen und hier auf die Weide stellen draußen. Oder bloß ein paar. Die schlimmsten auf die Weide, die liebsten im Hof. So, hier haben wir Molkerei. Hier können wir die Milch abgeben, so wie es aussieht. Das ist auch so. Warenannahme, da kommt die Milch hin. Ja, warte mal, ich. So, wir haben auch hier einen Kreisverkehr verbaut. So, wir fahren jetzt mal hier hinten durch. Oh, da hat einer sein Arbeitsgerät mit nach Hause genommen. Oh, hier ist sogar Party. Das Feuer brennt, die Kiste Bier ist da. Super. Auch hier, ey, muss ich gerade noch mal. Hier ist da mal irgendwann ein Baum umgekippt, oder? Der liegt da noch und verrottet. Das macht das Ganze irgendwo realistisch. So, genau, da sind wir bei diesem Feuerwehrgebäude. Mal gucken, passt das Ding hier auch in die Feuerwehr? Perfekt. So, okay, dann fahren wir hier gleich mal geradeaus weiter. Hier ist auch noch eine Halle. Ich weiß aber nicht, zu welchem Hof die gehört oder so. Aber da sind auch nochmal Unterstellmöglichkeiten. Also das ist reichlich. Hier hinten gibt es noch eine Verkaufsstation. Ich bin der Meinung... Ah, hier ist der Viehhandel sogar. Natürlich, klar, da steht ja auch der Viehtransporter. Und so wie es aussieht, kann man hier auch Futtermittel beziehen. So, und das sind hier eher so die kleineren Felder. Und wenn wir hier, glaube ich, langfahren, kommen wir noch zu einer Wiese. Da ist ein Hochstand dort hinten, um die Wildschweine vom Feld fernzuhalten. So, ich glaube, habe gerade nicht gerade den schnellsten Traktor hier gewählt. Aber so sehen wir wenigstens was von der Karte. Das bringt ja auch nichts, wenn wir da in 0, nix drüber fahren. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Hier scheint noch ein kompletter Hof zu sein. Leicht verwildert. Vielleicht steht er einfach leer. Wie gesagt, eine Beta-Version. Da kann man auf jeden Fall noch nichts aufmachen. Aber das sieht aus wie eigentlich ein zweiter Hof. Vielleicht noch nicht ganz...
Ja, der steht schon ein paar Jahre leer, der Hof, so wie es aussieht. Aber die Gebäude gefallen mir irgendwie, muss ich sagen. Hier alte Feldsteine vermauert. So, also hier wird auf jeden Fall demnächst noch was gehen. Hofspezifisch, so wie es aussieht. Da geht da was auf. Da geht auch noch nichts auf. Sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich freue mich schon, wenn der Hof hier auch noch wieder jemand hat, der den bewirtschaftet. So, nicht ins Wasser hier. Der Johnny kann nicht schwimmen. So, da steht der Rotkohl, der muss abgeerntet werden. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, was ist das? Ich sag ja, die Farben recht intensiv. Hier haben wir Salat. Schön. Da müssen wir dann auch das richtige Erntegerät haben. Da gibt es natürlich auch etliche, die da Multifrucht ernten können. So, jetzt müssen wir aber noch zum Strand. Es gibt noch Frittenbuden. Wollen wir mal gucken. Die Hupe, wie die Hupe vom Johnny ist hier. Der hat ja da oben so ein ordentliches Zeugs da drauf. So, da sind wir schon mal lang gefahren irgendwie. Aber irgendwie muss ich doch da noch zum nächsten Feld kommen. Müssen wir mal noch auf die Karte gucken. Da waren wir schon. Vielleicht kann ich hier hinten durchfahren. Auf jeden Fall gibt es da noch Frittenjens. Und irgendwo war noch Frittenmike. Alles klar. Genau. Am besten gehen wir doch einfach mal dahin und besuchen das. So, wenn ich denn nicht auf dem Feld bin, arbeite ich hier in der Frittenbude. Ne? Ja, da kriegst du alles. Und zum Schluss wird es trotzdem noch beschissen. Genau, hier ist für die Touristen. Die können hier ihr Auto abstellen und dann können sie da einen ruhigen Spaziergang machen. Wir wollen jetzt mal hier durchs Dickicht laufen. Ich sehe nichts. Aber hier kommt man auf jeden Fall zum Wasser. Und da fahren die Schiffe rum. Hier ist so eine einsame Bucht. Wenn man mal da ein bisschen alleine sein möchte mit seiner Freundin oder so, wäre das hier das Ideale. So, und hier haben wir ja wie so einen kleinen Hafen, hätte ich gesagt. So, da kann man auch mal ruhig ein Bad nehmen, nachdem man die scharfen Fritten gegessen hat bei Mike oder auf der anderen Seite beim Jens. Also sehr schön gemacht. Hier haben wir dann noch eine Verkaufsstelle. Wenn wir da mal gucken, was können wir bei den Frittenbuden eigentlich abgeben. Getreide können wir da verkaufen. Und Kartoffeln natürlich. Und Eier natürlich. Und Milch natürlich. Milch bezahle ich mehr wie der Jens. Und für Eier bezahlt der Jens mehr. Also sehr schön gemacht. Also hast auch noch so weite Wege, Transportwege. Und kannst da deine Sachen verkaufen. Wir gehen jetzt nochmal zum Fritten Jens. Der hat eine ähnliche Bude. Der hat ein bisschen besser gewirtschaftet. Der kommt schon mit seiner Harley. Und auch der am Wasser hier, bei Sturmflut hat er natürlich Pech, aber ist natürlich gut versichert und hat da schon etliches abkassiert. Hier auch Touristen,
Heutzutage selten gesehen, Touristen, aber früher gab es die. Heute darf ja keiner mehr weg. Und ja, die laufen da rum. Ich sag, da hinten das Ausflugsschiff. Und das sieht doch alles auch sehr schick aus hier. Da diese Raben. Genau, ich würde sagen, als zum Schluss fliegen wir nochmal über die Map. Hier muss ich gerade mein Jetpack besorgen. Also, eine Sekunde und dann starten wir. So, ich habe das Jetpack angelegt und ja, gucken, damit ich da keinen treffe. Und dann werden wir hier mal starten. Und so sieht das Ganze schön von oben aus. Wie gesagt, die Felder nicht komplett glatt, aber halt rechteckig. Aber sie haben überall Gräben. Wie gesagt, die ganze Karte ist angelehnt auf der Landschaft von Norddeutschland, also so Richtung Ostfriesland oder so. Die haben ja da auch überall so Gräben. Ich sag jetzt überall so Brücken, damit du aufs Feld kommst. Also kannst du da nicht irgendwie mal schnell drüber. Die Gräben sind auch sehr tief, habe ich festgestellt. Wer einmal in die Grube fällt, der kommt da auch nicht mehr raus. So einfach. Aber es sieht sehr schön aus. So wie ich gesehen habe, Produktion ist nicht verbaut. Ich bin da auch eigentlich nicht böse. Und wenn wir da gucken, so groß sieht die Karte gar nicht aus. Es hat aber große Felder. Wir haben noch vergessen, sehe ich nämlich von oben. Es hat da noch eine Verkaufsstelle und es hat auch noch ein Sägewerk. Also auch Holz wäre hier möglich. Und ja, ist eine nette Karte. Sehr detailreich. Hat sich sehr viel Gedanken gemacht, der Mapper, und finde ich persönlich ganz gut. So, irgendwie gibt es hier Verwirbelung mit dem Wind. Die meisten Windkrafträder. Ja gut, das ist irgendwas mit der Technik nicht ganz gut. So, da haben wir noch eine Verkaufsstelle hier unten. Und hier auch wieder so Wassergräben. Das finde ich hier auf der Karte noch sehr schön. Hier haben wir zum Beispiel auch parkendes Auto. Aufpassen, damit uns der Helikopter hier nicht trifft. Hier haben wir dann noch viele Bäume auf einmal. Und hier ist dann auch das Sägewerk verbaut. Hinterm Sägewerk gibt es einen kleinen Teich. Und wie gesagt, hier haben wir zum Beispiel ein kleineres Feld mal wieder. Hier hinten ist das größte Feld. Da ist in der Mitte ist so ein richtiger Windkraftpark. Und das macht natürlich hier auf diesem flachen Land natürlich Sinn, so Windkrafträder zu bauen. So, der Helikopter ist da hinten. Man sieht ihn da rumschwirren. Ist eigentlich auch so wie KI-Verkehr. Der zieht da seine Kreise. Und hier sehen wir auch noch, die Straßen sind recht schmal, Felder sind groß, also man kann auch mit großem Gerät natürlich drauf spielen. Für den Viehhof, sage ich mal, ist eher so ein bisschen mittelgroßes Gerät vom Vorteil. Für das Lohnunternehmen könnte man richtig große Geräte verwenden. Die Hauptstraße ist ja breit genug. Die Nebenstraßen ist ja meistens ohne entgegenkommenden Verkehr oder die müssen dann halt ausweichen. So, Hochspannungsleitung, Vorsicht. Hier auch, wie ich das gerade sehe, in den Gärten. Die machen hier noch gerne Lagerfeuer, glaube ich, die Leute. So, jetzt hänge ich irgendwo fest. Da brennt auch ein Feuerchen. Ich sagte, es sind so kleine Details, was das alles so ein bisschen realistischer machen. Hier gibt es auch noch irgendwie Pferde. Ist das der Pferdehof?
Das sieht aus wie Pferde. Das habe ich ganz vergessen zu zeigen. Neben dem Maschinenhändler ist die Koppel für die Pferde. Hier geht es noch einen Weg nach hinten. Neben den Lohnunternehmen vorbei zum Feld nach hinten durch. Sehr schön. Und das wäre die Karte Nordland. Ich finde es cool. So, jetzt bin ich aber, jetzt kriege ich langsam Höhenangst. Wenn mir jetzt der Treibstoff ausgeht, dann bin ich am Arsch. Genau. Feuerwehrgebäude. Ganz cool. Sogar gehen die Tore auf. Du kannst wirklich eine Feuerwehr reinstellen. Du kannst sogar hier mit Feuerwehrtechnik auf dieser Karte spielen. Also ich finde es ganz cool. Nettes Dörfchen. Es hat alles, was es braucht zum Spielen. Da hinten sieht man noch auf der Wiese, wie ich da rumgegurkt bin. Und ja, da sehen wir die Lagerfeuer von oben. Sehr cool. Aber hier auch der Tierhof von oben. Ich sage, das ist wirklich super angelegt. Kommst überall ran, hast alle Tiere, was du brauchst, verbaut. Bis auf die Pferde, die sind dann da beim Händler. Drüben hast du noch da eine Koppel beim Rapsfeld, wo du auch noch Kühe unterbringen kannst. Es ist eine Tankstelle da. Es hat Frittenbuden natürlich, zu Fritten Mike natürlich gehen, wenn ihr fritten wollt. Der Fritten Jens hat eh schon genug kassiert, genug verdient in seinem Leben. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal von dieser Map-Vorstellung. Wir haben das Gröbste alles gesehen und mehr davon gibt es denn natürlich bei mir auch auf dem Kanal oder halt beim LS Schleswig-Holstein. Könnt ihr auch noch schauen gehen und wir sind gespannt, ob da noch das eine oder andere Feature für die Karte noch dazu kommt. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.